Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video vom kleinen Drechsler. Ja, und heute wird endlich mal wieder gesägt, weil ihr seht, ich habe hier mir einen richtig kleinen Polter hingekippt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie ich die Stämme geholt habe und was dabei alles schief gelaufen ist, schaut euch das letzte Video an, weil, ja, ich sag bloß, es war viel Holz, es war arg matschig und es ist ordentlich der Berg aufgegangen. Was da passiert, könnt ihr euch ja denken. Ja, aber jetzt sind sie eben hier im Vorgarten angelangt. Ich habe auch hier den Shantui-Bagger geholt und dann kann ich nämlich mit dem probieren, mit Schlupf und so weiter, die auf Säge zu tun, weil an dem habe ich ja keinen Daumen, also kann die Stämme nicht direkt greifen, aber dafür ist er größer, steht sicher, hat mehr Ausladung. Insofern sollte es dann so eigentlich gut funktionieren. Die Balken sind ja, um eine Hütte oder einen Unterstand für meinen Ford 3000 Bulldog zu bauen, beziehungsweise für Spalter und Seilwinde eben auch noch, weil das steht ja bisher alles immer im Freien. Und dazu brauche ich dann auch natürlich ordentlich dicke Balken, weil das Ganze soll so 5-20 Meter Länge haben und ich würde es gerne mit 2 Pfosten machen. Insofern muss dann da der Balken relativ stabil sein. Deswegen liegen hier vorne schon mal 2 lange mit so 5,20 habe ich die, glaube ich, abgesägt und aus denen will ich dann so 15x20er Balken sägen. Und mit den fetten Balken will ich jetzt als allererstes mal anfangen. Also würde ich sagen, suche ich mir mal einen Schlupf oder sowas und dann probieren wir das einfach mal. Weil ich habe keine Ahnung, wie gut das jetzt funktioniert. Aber ich hoffe einfach mal, dass das gut funktioniert, weil ihr seht, ich habe ja ein paar Stämme, wo ich heute sägen sollte. Also der Stamm liegt auf der Säge, ohne dass man ihn von Hand noch anlangen müssen hat. Hat jetzt alles so mit dem Schlupf funktioniert. Natürlich nicht ganz ideal, weil gerade zum Drehen, ich habe ihn einfach hier ein bisschen an der Hütte anstoßen lassen und so. Hat dann jetzt auch funktioniert. Ist jetzt natürlich nicht so ganz ideal, aber trotzdem ist er drauf, ohne dass man sich ständermäßig hat. Und zum hier die Stempler umdrehen, nehme ich hier natürlich meinen schönen Wendehaken, wo ich mir mal selber gemacht habe. Mit schön gedrechselten Stiel, richtig lang, so lang wie ich drechseln können habe. 1,5 Meter, meine ich. Und eben vorne das auch komplett sauber bauen. Und der funktioniert echt prima. Bloß das hier ist ein bisschen zu läpprig, also wenn das so arg mit Gewichte, dann verbiegt das. Aber zum so umdrehen und so klappt es trotzdem. Aber wenn ich Balken säge, dann checke ich vorher immer noch, ob eben hier die Anschläge, wo ich nehme, auch gerade wirklich rechtwinklig sind. Weil es gibt nichts Ärgerliches, wie wenn man sägt und der Markt ist nicht rechtwinklig. Und das ist ja als, tut man irgendwie ein Stämmchen zu arg dagegen und schon ist es eben dann verstellt. Ja, muss man eben immer aufpassen.
Dann mache ich jetzt auch nochmal ein neues Band drauf, weil das hier ist jetzt schon relativ stumpf, habe ich schon beim letzten Mal sägen gedacht. Aber habe es dann doch immer noch drauf gelassen, weil es doch noch halbwegs gepasst hat. Aber hier merke ich jetzt schon, es gibt eben so ein bisschen eine Rundung rein. Jetzt nichts Dramatisches, sägt auch halt ein bisschen wellig und so. Deswegen tue ich jetzt wieder ein frisches drauf. Hier, das hier habe ich selber geschärft an der Kettensägen-Schleifmaschine. Insofern schauen wir mal, wie das so schneidet. Dann checken wir mal, wie so der Schnitt ist, weil durchgegangen ist super, also ganz leicht, hat schön gesägt, nicht gerupft oder so. Und, ja, sieht ziemlich gut aus. Also hat man, was weiß ich, vielleicht einen halben Millimeter oder so irgendwie Verzug, Verlauf vom Band in der Mitte. Aber das sieht echt top aus. Damit bin ich zufrieden. Ja, und das mit einem selber geschärften Band, jetzt nicht irgendwie geschränkt, bloß vorne geschliffen, aber schneidet trotzdem prima. So, erste Schwarte weggesägt, die sind natürlich auch recht schwer, also da hätte man eigentlich auch wahrscheinlich noch ein Brett rausbekommen. Muss ich mal schauen, ob ich das auf der anderen Seite noch mache, aber naja. Aber das hier ist auf jeden Fall ein schönes Stimmchen, das ist in der Mitte überhaupt nicht rotfaul, obwohl das ja von ganz unten ist, aber wirklich ein wunderschönes Holz. Also da haben wir echt arg viele Fichten bei uns im Wald, wo so schön sind. Ja, aber wie ihr seht, es wird schon wieder dunkel, jetzt nach einem Balken und hier einer Schwarte weg. Ja, wir sägen jetzt noch eine Weile weiter, aber das ist schon einfach blöd, weil jetzt mal wieder mit Licht gucken, mal schauen mit dem Bagger, ob ich da leuchte oder ansonsten hier noch ein, zwei Lampen aufstellen. Man hat ja zum Glück Straßenlampe recht helle, die sind hier beim Schaffen gar nicht so schlecht, aber schon nervig mit der Zeitumstellung, weil sonst wäre es jetzt noch mal eine Stunde länger halt. Das ist einfach so blöd. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Seid ihr für Zeitumstellung oder dagegen?
So, eine Woche später, jetzt haben wir nochmal ein paar Balken mehr gesägt, aber jetzt geht uns hier auch so langsam der Platz aus. Deswegen haben wir gedacht, bevor wir jetzt noch die allerletzten sägen, tun wir jetzt zuerst mal die ganzen Balken, wo wir jetzt schon gesägt haben und vor allem auch die ganzen Schwarten in den Wald. Weil ich habe nämlich nochmal einen Anhänger voll Stämme geholt, weil wir haben ja noch für die Sparre, für Dachlatten und, na, ich glaube, das war's eigentlich, haben wir noch Stämmler gebraucht und die habe ich dann auch nochmal geholt und Sparre haben wir jetzt auch noch gesägt. Ja, und wie ihr seht, heute hat es auch ein bisschen Schnee, aber jetzt nicht so arg viel und der Boden ist auch nicht gefroren, aber naja, was will man machen? Also würde ich sagen, machen wir mal den Bagger an und tun dann hier die ganzen Balken aufladen. So, Balken sind jetzt mal aufgeladen. Die meisten und vor allem die dicken haben wir jetzt alles mit dem Bagger gemacht und die paar dünnen haben wir da eben noch von Hand aufgeladen. Aber wie macht es ihr? Seid ihr eher so Team von Hand aufladen oder immer irgendwie probieren alles mit der Maschine irgendwie zu machen? Weil das ist ja schon immer die Frage, von Hand geht es ja nicht unbedingt langsamer. So, manchmal ist es einfacher, gerade wenn man zu zweit ist, einfach zu zweit schnell das ganze Sache aufzuladen. Aber dafür, wenn man es irgendwie mit einer Maschine macht, ist dann eben wieder rückenschonender. Insofern schreibt mir mal da eure Meinung in die Kommentare. Dann fahre ich jetzt hier nochmal rückwärts ein paar Meter hintere, da wo wir die ganzen Schwarten sitzen haben, weil die tun wir dann da jetzt einfach nur oben drauf.
Dann haben wir hier jetzt nochmal die ganzen Schwarten oben drauf getan. Wir haben dann vorher um die Balken jeweils noch so Bündel gemacht und die noch mit einem Kleingurt zusammen, dass die alle heben. Und dann jetzt eben hier die Schwarten so drauf gebalgt, dass es alles schön rund ist. Und dann jetzt eben hier noch mit zwei dicke Spanngurte, sodass der jetzt auch wirklich jede richtig gut hebt. Und dann haben wir eben noch ein paar dicke direkt auf Meterstückler gesägt und die hier hinten auf die Pickup getan, weil da wir die nicht als ganze Schwarte hier über die Hecke drüber lupfen. Und da haben wir zusätzlich noch ein bisschen Gewicht auf der Hinterachse. Auch wenn das ja nicht viel ist, was das ist, 100 Kilo oder so, macht jetzt nicht viel aus, aber besser wie nichts. Dann fahren wir jetzt in den Wald, hoffen, dass wir nicht stecken bleiben, weil wir müssen zuerst runter auf die Südseite, da die Schwarten abladen und dann wieder rauf in die Rückegasse rein, um da dann die Balken abladen. Und das will ich dann mit dem Frontlader probieren, aber dazu müssen wir dann zuerst mal hoffen, dass der funktioniert, weil es heute jetzt schon wieder ein bisschen kälter ist und ja, wird spannend. So, die ganzen Balken haben wir jetzt hier mal abgeladen. Ihr wundert euch vielleicht, warum hier draußen im Wald. Wir wollen die Hütte ja im Wald bauen, aber da haben wir eben nicht so arg viel Platz. Und die einzige Möglichkeit, wo wir sie dahin machen, hin tun könnten, wäre eben quasi da entweder direkt auf den Weg oder dann eben mit dem Frontlader noch seitlich weg, da wo wir die Hütte dann hinbauen wollen. Aber das ist ja auch blöd, wenn wir hier den riesigen Stapel Balken haben, da wo wir eigentlich die Hütte bauen wollen und zuerst mal die Fundamente machen müssen. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, die hier draußen am Wald hin tun. Und da kann man eben mit dem Schlepper, mit dem Frontlader die Balken nehmen, auf den Anhänger laden,
Weil, wenn man dann die Hütte baut, da will man ja sowieso die Balken nochmal gerne auf dem Anhänger, damit man den einfach als Werkbank nehmen kann, damit man nicht so arg gebückt arbeiten muss und dann kann man die einfach reinfahren. Müsste ja auch ganz gut funktionieren. Wo ich auf jeden Fall arg positiv überrascht bin, wie sich hier der Ranger mit dem großen Anhänger im Schnee schlägt, weil der Boden ist ja jetzt nicht gefroren, aber es hat eben so ein bisschen einen babbigen Schnee drauf, aber da drin hat man jetzt eigentlich doch relativ gut Grip gehabt. Und gerade hier bin ich ja schon am Anfang relativ weit runtergefahren, aber da haben wir uns ja doch dazu entschieden, hier andersrum abzukippen. Also musste ich eben wieder hier hoch umdrehen und hier geht es schon ziemlich steil den Berg rauf. Und vor allem ist auch ziemlich schräg. Und dann den Anhänger rückwärts schieben ist ja immer so eine Sache, weil dann eben das Auto gerne wegrutschen will. Das ist eben das immer so ein bisschen ein Problem. Aber hat da jetzt prima funktioniert, natürlich auch durch die Automatik, weil man da eben so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen schieben kann. Weil sobald man da eben jetzt mit ein bisschen mehr Gas nach hinten geschoben hat, dann drehen natürlich doch sofort die Räder durch. Aber wenn man da bloß so ganz leicht, dann bin ich jetzt hier jetzt eigentlich prima raufgekommen. Natürlich, das Ganze lag auch daran, da der Hänger arg frontlastig beladen haben, somit auch gut Stützlast drauf gehabt haben und dann eben hinten auch noch die Schwarten auf der Ladefläche gehabt. Die sind auch immer noch drauf, die tun wir jetzt hier auf dem Rückweg runter. Aber weil vielleicht, wenn ich die vorher schon runter getan hätte, hätten wir uns hier jetzt noch schwerer getan. Aber wie ihr seht, es ist ja jetzt gerade ziemlich Winter. Insofern müssen wir mal schauen, wann wir hier mit der Hütte weitermachen können. Ob wir es jetzt noch dieses Jahr weiter schaffen oder ob wir jetzt zuerst mal ein bisschen Pause machen. Das schauen wir einfach mal, wie das Wetter mitmacht. Weil hier bei dem Wetter will man jetzt gerade nicht so arg Hütte bauen. Aber das Ganze ja schnell ändern, gerade wenn Weihnachten ist, da ist ja meistens warm. Insofern wird es dann vielleicht ein Weihnachtsgeschäft. Also dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und damit bis zum nächsten Video. Tschüss!